Archivkräfte oder die Kräfte, die im Universum die Information archivieren. Deshalb ist das Dämonische das Zerstörende und das Zusammenziehende, das Kompaktmachende der Energie und Information im Universum. Also das sind zwei Plus und Minus, zwei gegensätzliche Pole, ohne die nichts existieren würde. Und die Jivatma zieht sich einen Anzug an, um in dieser Welt zu existieren, weil ein Punkt oder Funken kann zum Beispiel nicht mit einer Hand nach irgendwas greifen. Oder ein Punkt kann vielleicht auch etwas nicht sehen, weil es keine Augen hat. Deshalb braucht er, wie ein Raumfahrer zum Beispiel oder ein Mensch, der in die Tiefsee geht, einen bestimmten Anzug dafür, um dort zu existieren, braucht die Jivatma auch Hüllen und Körper, um hier auf dieser Erde zu existieren. Deshalb zieht es als erstes die Jivatma den Ananda. Ananda Maya Kosha an, als erste Hülle. Und in der Ananda Maya Kosha, das wird übersetzt als Glückseligkeit. Also am Anfang, wo die Jivatma noch rein ist und noch sehr wenig Erfahrung hat, ist sie noch sehr nah zum Göttlichen oder zum Schöpfer verbunden. Deshalb ist auf dieser Ebene noch die Glückseligkeit und die Verbundenheit mit allem spürbar und wahrnehmbar. Und nach passiert es, dass halt die Jivatma mehr und mehr in das Materielle abdriftet, um mehr Erfahrungen zu sammeln. Okay? Und aus dem Materiellen müsste die Jivatma sich wieder nach und nach befreien. Also mit ganz anderen, einfacheren Worten erklärt. Es gab mal irgendwo im Himmel eine Seele und die hat sich entschlossen, auf die Erde runterzugehen, um hier ihre Erfahrungen zu sammeln, um zu gucken, wie es hier eigentlich ist. Die Seele zieht sich einen Anzug an und geht dann runter. Letztendlich denkt sie, dass die Seele der Körper ist, also sie ist der Anandamaya Kosha, weil sie sich fühlen kann und sich sehen kann selber. Und letztendlich, wenn sie genug von diesem Spiel hat, müsste sie es schaffen, sich davon zu befreien und wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu kommen. Okay? Das ist eben das Yoga, dass wir zu uns zurückgehen und zum Göttlichen zurückkehren. Dass wir nach und nach über uns mehr erfahren und so weit erfahren, wer wir eigentlich und was wir eigentlich sind. Also dieser ursprüngliche göttliche Funke, der eine bestimmte Erfahrung für den gesamten Erfahrungsschatz hat. Also anders gesagt auch könnte man sagen, wenn der Mensch über sehr viele Körperzellen verfügt, fühlt die eine Körperzelle was anderes als die andere. Einen Moment. Und so ist es im ganzen Universum so. Also jeder Mensch, jedes Tier, jedes Lebewesen und Pflanze sind wie Körperzellen des Gottes. Und nur in einem Gesamtpaket, in der gesamten Schöpfung, kann Gott über sich einiges erfahren oder über sich etwas erfahren eigentlich, indem er so viele Aspekte von sich selbst schafft. Und jedes Aspekt sammelt eine andere Erfahrung, hat einen anderen Blickwinkel, eine andere Realität. Und zusammen gibt es dann die vollkommene göttliche Erfahrung oder das vollkommene göttliche Bewusstsein. Okay? So zum Aufbau unseres inneren Wesens. Die Frage. Ja, eine Frage. Werden diese ganzen Hüllen und Oberflächen, also diese feinstofflichen Hüllen, werden die in diesem Leben neu kreiert oder werden sie vom Leben im Leben? Genau, danke, gute Frage. Es heißt, dass wir, wenn der Körper wiederum in Yogaschriften heißt es, wenn der Körper das Prana verliert, es gibt das in Deutsch das Wort, er hat seinen letzten Hauch ausgeatmet. Ich habe ja am Anfang gesagt, also das Prana, das ist mit Luft gleichzusetzen. Das letzte, also den letzten Hauch ausatmen heißt, dass das letzte Prana aus dem Körper rausfließt und der Körper kann dann nicht mehr existieren. Also soweit ich informiert bin, die Jivatma ist ja ewig und unendlich. Die Anandamaya Kosha ist auch noch ziemlich ewig und ziemlich unendlich. Bei der Vijnana Maya Kosha ist es so, dass man sie mitnimmt und dass sie Leben für Leben aufgebaut wird. Also unser Erfahrungsschatz, unser Intellekt, unsere Weisheit kann man so sagen, der Körper der Weisheit. Das nehmen wir auf alle Fälle in die andere Inkarnation mit. Deshalb heißt es, viel wichtiger ist es, die Zeit des Lebens so zu nutzen, dass wir jetzt nicht viel Materielles und nicht viel Geld ansammeln, sondern Weisheit ansammeln. Weil es weiß keiner, wohin es uns nach diesem Leben verschlägt. Und egal, wie schlecht die Welt ist, in die wir reinkommen, haben wir Weisheit, kommen wir überall zurecht. Haben wir keine Weisheit, wird es für uns auch dort schwierig sein. Das Geld und das Gut können wir leider nicht mitnehmen. Zum anderen nehmen wir, es ist noch, muss ich anmerken,
Es ist nicht die vollständige Aufteilung, das ist jetzt im Groben. Andere Traditionen und Bücher haben eine viel feinere Aufteilung und die haben irgendwo auch einen Körper, auf dem das Karma aufgezeichnet ist. Also zum Intellekt und zur Weisheit nehmen wir auch einen bestimmten Träger, wie so eine CD oder USB mit unserem Karma in unsere nächste Inkarnation. Und dort wird das gute und schlechte Karma nach und nach entpackt, kann man so sagen. Und darauf können wir natürlich auch einwirken, inwiefern das alles entpackt wird. Wenn wir praktizieren und unsere Energie auf einem sehr hohen Niveau halten, kann das dunkle oder negative Karma einfach nicht entpackt werden, weil das gute Karma dieses Entpacken zurückhält. Es gibt auch Theorien darüber, dass man auch durch Yoga-Praktiken, aber ernsthafte Yoga-Praktiken wie das Mantra, gute, komplizierte Meditationen, sein negatives Karma einfach neutralisieren und löschen kann. Das erkläre ich mir folgendermaßen. Das Karma ist nur dazu da, um uns etwas beizubringen. Wir haben eine Tat begangen, unbewusst, und diese Tat war angenommen falsch. Diese Tat hat jemanden Schaden gebracht und Schmerzen und Leid gebracht. Um das zu verstehen, was wir dem anderen angetan haben, müssten wir dasselbe einmal durchleben, die gleiche Situation. Deshalb existiert das Gesetz des Karma, das lediglich dazu da ist, dass wir selber das erfahren, was wir anderen antun. Wenn ich jetzt in eine Meditation gehe oder so langfristig oder langjährig Mantra praktiziere, ist es so, dass ich vielleicht zu dieser Erkenntnis von selber komme. Dass ich denke oder dass mir klar wird, jetzt vor einem Jahr habe ich meinen Mitmenschen etwas sehr Schlechtes angetan. Der Mensch hat sehr gelitten und ich ändere also meinen Bezug, ich ändere meine Weltanschauung darüber. Ich bereue es, dass ich ihm was Schlechtes gemacht habe. Wenn ich das eingesehen habe und das richtig bereut habe, dann muss ich entsprechend dieses Karma nicht mehr durchleben. Dann habe ich die Lektion schon gemeistert. So können die Praktiken euch helfen, euch vom negativen Karma zu befreien. Dieses Revue passieren, diese Analyse der Vergangenheit. Okay? Das ist ja auch ein Teilbereich des Yoga, ein sehr wichtiger sogar. Heißt es dann, schlechtes Gewissen zu haben oder dann halt Buße tun? Ja, Buße tun, Reue, schlechtes Gewissen haben. Also sich wirklich im Klaren sein, was man gemacht hat und irgendwo vor der höheren Instanz oder von seinem höheren Ich sich irgendwo tief im Inneren versprechen, dass ich sowas nie wieder tun werde. Okay. Weil ich wirklich einsehe, wie schlimm das für den anderen war. Aber die Folgen von der früheren schlechteren Tat kann man nicht mehr wieder gut machen. Da kann man schon gut machen, wenn du diesen Mensch siehst und dich bei ihm entschuldigst und wenn er die Entschuldigung aufnimmt und wenn du ihm erklärst, ich habe jetzt wirklich verstanden, dass ich dir etwas Schlechtes zugefügt habe. Das alles, was ich erkläre, das ist alles ziemlich theoretisch. Es gibt immer Ausnahmefälle. Der Verstand, der Mano Maya Kosha, denke ich, wird dann eher während der Geburt aufgebaut. Also teilweise kann man ihn vielleicht mitnehmen, aber zum größten Teil wird er durch unsere Ausbildung, durch Schule und Kindergarten, durch die ganzen Programme, die der Mensch hereinbekommt von klein auf, ist es auch wie ein Träger, der das eigene Ich mit diesen Programmen, Schablonen, Erziehung, Meinung, Mode, irgendwie Fernsehen und alle anderen Medien, das verklebt und verdunkelt dann unser eigenes Ich, bis wir, weil das, was wir von uns annehmen, unsere Persönlichkeit und was wir denken, dass wir sind, sind eigentlich nicht wir, sondern diese Programme, das ist nur diese äußere Hülle von uns, vielleicht unser Charakter, der geformt wird. Und der ändert sich ständig, wenn wir diese Informationen ändern. Unser eigenes Ich oder die Seele hat vielleicht sogar eine ganz andere Persönlichkeit, die für uns neu sein wird, wenn wir sie erfahren. Wir müssen aber diese Grenze durchbrechen und nach innen reingehen. Das ist auch Yoga. Okay? Entweder oder beides. Also das ist Yoga und diese Rückkehr zum eigenen Ich oder die Selbsterkenntnis. Das ist auch Yoga. Okay, das ist zu der Frage, was wir mitnehmen, was wir nicht mitnehmen. Folgende noch eine interessante Anmerkung darüber. Es heißt, ihr habt ja alle von der Kundalini-Kraft gehört. Weil alles aus Jivatmas aufgebaut ist, auch unser fester Körper. Aber man muss das so verstehen, wie in einem Vogelschwarm gibt es ein übergeordnetes Wesen, der den Vogelschwarm kontrolliert.
Genauso wie in einem Fischschwarm. Wenn ein Fisch lenkt, oder einer der Führer, dann lenkt der ganze Schwarm mit ihm. So ist es im, in der Welt, in der materiellen Welt. Es gibt ein übergeordnetes Jivatma, zum Beispiel in unserem Körper, dass alle anderen Jivatmas, also aus denen so Atome, Moleküle und Zellen bestehen, einfach lenkt und sich ordnet. Er ist der Anführer. Und dieses Anführer-Jivatma ist der Kapitän auf dem Boot und der feste Körper, das ist seine Mannschaft. Wenn der Kapitän anfängt, sich egoistisch zu benehmen, seiner Mannschaft nicht genug Aufmerksamkeit gibt, kommt es zu einer Krankheit oder zu einer Revolte dann auf dem Boot. Okay? Jede Krankheit ist oder entsteht dadurch, wenn er egoistisch lebt und sagt, ich will Vergnügen, ich will das und das, und egal was mit meinem Körper ist. Und so, dann gibt es diese Meuterei, dann gibt es Schmerzen, Krankheiten und alles Mögliche. Früher heißt es, zu besseren Zeiten, ich weiß nicht, ob es diese Zeiten tatsächlich auf der Erde gegeben hat, hat der Mensch durch eine einzige Inkarnation, vielleicht hat sie dann ein paar hundert oder ein paar tausend Jahre gedauert, hat es geschafft, die vollkommene Transformation zu erreichen. Er ist auf diese Welt gekommen, war, soll ich sagen, unvollkommen, und durch die Erfahrungen, die er während des Lebens gesammelt hat, durch die einzelnen auch Praktiken, war er so vollkommen, dass er letztendlich seine ganze Mannschaft mitnehmen konnte. Das heißt, wir haben irgendwo einen unsichtbaren Energiespeicher. Es heißt, es ist unter dem Becken, also die Kundalini-Kraft, die ist nicht in einem Punkt irgendwo aufgewickelt, sondern es wird so, wie heißt es, schematisch dargestellt, als eine Schlange, die dreimal um sich gewunden ist. Irgendwo in einem Punkt unter dem Muladhara-Chakra. Ich habe folgende Theorie gehört, dass die Kundalini-Kraft, die ist einfach, es ist die Kraft und Energie, die uns alle umgibt. Und wir, wenn wir diese Transformer anfangen anzugehen, komprimieren diese Energie aus dem unteren Feld, also unter dem Beckenbereich und an den Hüften. Akkumulieren wir diese Kraft und komprimieren sie und schicken sie dann durch unseren Körper, also durch, das andere habe ich nicht, durch die Sushumna. Das ist, wenn die Muladhara-Chakra ist und oben ist die Sahasrara-Kronen-Chakra. Wir haben hier die Sushumna, den mittleren Kanal, und Ida und Pingala. Rechten und linken Kanal, die so spiralförmig, heißt so schlecht gezeichnet, die spiralförmig um sich gewunden. Der Pingala-Kanal ist der rote Kanal, der rechts angeblich verläuft. Ich habe auch so gehört, dass der bei Menschen verdreht sein kann. Wir nehmen mal jetzt diese klassische Annahme. Der Pingala, der rechte Kanal, ist der Erdkanal, weil er für die physische Kraft, für das Ruhe zuständig ist, für die Ruhekraft, der von unten aus der Erde durch den menschlichen Körper nach oben verläuft. Der Mensch ist dann quasi wie eine Perle an einer Perlenkette aufgereiht, an diesen beiden Energiekanälen. Und der Ida-Kanal, der linke Kanal, läuft von oben durch eine der Gehirnhälften, läuft von oben und fließt runter. Das ist der Sonnenkanal oder die männliche Energie des Universums. Und entlang diesen, wenn wir diese harmonisieren, also wenn wir Erde und Sonne harmonisieren in uns drin, dann arbeitet der Sushumna-Kanal auch besser. Wenn sie nicht harmonisiert sind und wir die Kundalini-Kraft anfangen zu wecken und hochzuleiten und einer der beiden würde besser arbeiten, dann gibt es beim einen Kanal, wenn Ida besser arbeitet und ich erwecke die Kundalini-Kraft, dann habe ich sehr viele, wie heißt es, psychische Schwierigkeiten. Ich kann das psychisch nicht überwinden. Ich bekomme so Zustände und Krankheiten und irgendwelchen Horror, den man dann schiebt. Wenn der Pingala-Kanal stärker ist in dem Fall, dann wird der Körper ganz heiß bis zum teilweisigen Abbrennen der Energiestrukturen oder vielleicht teilweise Abbrennen von vielleicht Organen oder so. Okay, weil die Kraft wirklich sehr stark und gewaltig ist. Wenn der mittlere Kanal gut arbeitet und die Kundalini-Kraft durch den mittleren Kanal hoch kann, durch den ganzen Körper, heißt es, transformiert diese ganze Kraft den Körper. Der Körper verbrennt, mit unseren Worten gesagt, und die übergeordnete Jivatma kann diese Jivatmas, die Anna-Maya-Kosha aufbauen, mit sich mitnehmen in die feinstoffliche Welt. Ansonsten, wenn das nicht passiert, müsste man diesen
Schiff oder wie wir sagen, diesen Anzug irgendwo in der Erde liegen lassen und vergraben. Und das ist so, als würde der Kapitän der Mannschaft seine Mannschaft irgendwo links liegen lassen oder verraten. Okay? Aber leider ist es in unserer Kultur, dass also dieser Körper dann einfach irgendwo verbuddelt wird. Wo die Zeiten stagniert war, nach und nach sind auf der Erde und die Menschen dieses Können verloren haben und diese Fähigkeit, vielleicht haben sie auch kürzer gelebt und es war so der Nachhall dieser früheren Kultur und Zivilisation, hat man angefangen, die Menschen erstmal zu verbrennen. Also diese Kultur existiert ja noch in Indien, mittlerweile immer noch und in anderen Bereichen der Welt wie Russland, Skandinavien, Europa hat es zur heidnischen Zeit auch funktioniert oder existiert. Das hatte eben den Sinn, weil man das, wie soll ich sagen, wiederholen wollte oder nachmachen wollte, was früher durch Praktiken möglich war, hatte man dann künstlich eingeleitet, also dieses Verbrennen. Ob man dann die Jivatmas gut mitnehmen kann oder nicht, sei dahingestellt. Aber im Grunde genommen werden die Elemente des Körpers besser und schneller wieder abgegeben oder recycelt sozusagen. Das belastet den Erdboden nicht und das ist auch günstiger für die eigene Seele. Weil wenn der Körper irgendwo unter die Erde kommt, hängt die Seele noch sehr fest und stark dran und kann sich schwer loslösen. Wenn der Körper dann eingeäschert oder verbrannt wird, kann die Seele schneller hochgehen und ihre nächsten Inkarnationen und Welten erreichen. Also das ist hier, wäre das klüger, so zu entscheiden. Und heutzutage hat man die ganzen Sachen komplett und vollständig vergessen, warum das alles so war und warum das alles früher so gemacht wurde. Auf Ebene der Pranamaya Kosha, nochmal das Wort Wind, auf Sanskrit heißt es Vayu, also bedeutet Wind. Ist auch wieder ersichtlich, dass die Wortwurzel ähnlich wie im Deutschen ist. Auf Russisch Veter ist auch das W, oder mit W beginnt es an. Da wir insgesamt dann fünf verschiedene Winde im Körper haben. Das ist nicht nur der Wind des Atmens, der durch die Lunge geht. Das wäre dann die Pranavayu, also der Wind des Atmens, der die Lunge durchdringt und das Atmen steuert. Man muss verstehen oder sich das so erklären, es gibt einen festen materiellen Wind, den wir als Wind bezeichnen und betrachten als Luft. Und es gibt diesen feinstofflichen Wind, den man das als Prana bezeichnet. Wenn sich das Prana im Körper bewegt, werden bestimmte Prozesse ein- oder ausgeschaltet, zum Beispiel. Das ist wiederum so, zuerst die Energie und dann die Materie. Die Materie folgt einfach der Energie. Okay? Hier mit der Apanavayu ist es vielleicht besser, sich vorzustellen. Apanavayu ist ja für Ausscheidungen zuständig. Wenn der Mensch auf die Toilette geht, solange sich das Apanavayu nicht einschaltet, kann der Mensch nichts loswerden. Oder wenn der Mensch schwitzen muss, schaltet sich zuerst das Apanavayu ein und löst den Schweißprozess aus. Okay, zuerst die Energie. Genauso gibt es Energie, die für das Schlucken, für das Gähnen und für andere Sachen zuständig ist. Also die Energie fließt. Und der Körper, der feste Körper bewegt sich oder führt einen Prozess aus. Und jetzt sind wir schon beim Apanavayu angelangt. Also das ist die Energie, die für Reinigung zuständig ist. Also wenn der Körper was loswerden möchte, sei es die Nahrungsreste, sei es irgendwelche Toxine, Giftstoffe oder Schlacken oder sei es vielleicht auch schlechte Emotionen, die er loswerden will, dann schaltet sich das Apanavayu ein und will das von sich wegschieben. Und die Energie fließt meistens die Beine runter. Deshalb, wenn ein Mensch unbewegliche Beine hat, spricht man von dem, dass sein Apanavayu sehr schwer ist oder sehr, sehr stark ist und immer arbeitet. In anderen Schulen heißt es, dass gleichzeitig auch das Karma nicht so günstig ist, wenn die Beine unbeweglich sind. Man hat das angeblich festgestellt oder beobachtet bei Menschen, die als Jäger tätig sind oder bei Metzgern oder anderen Menschen, die irgendwas mit Tötung zu tun haben, die haben ein sehr schweres Apanavayu. Und die können mit den Beinen gar nichts mehr anfangen, können deshalb auch kein Yoga praktizieren, weil das dann für die unmöglich ist, wegen der Unbeweglichkeit der Beine. Man kann das natürlich dem entgegensteuern. Es muss ja nicht sein, dass das immer aktiv ist und dass das immer eingeschaltet ist. Im Idealfall
ist im menschlichen Körper so oder müsste sein im Idealfall wie in einem Computer. Wenn man den Gedankenprozess braucht, schaltet man ihn ein, überlegt, hat eine Lösung und schaltet man ihn wieder aus. Beim Apanavayu wird es ungefähr so ähnlich, dass wenn der Körper sich reinigen muss, es sich einschaltet, aber wenn der Körper dann wiederum rein ist, es sich wieder ausschalten müsste und den Körper und das Bewusstsein nicht belasten. Aber die meisten Menschen führen leider heutzutage so eine Lebensweise, dass das Apanavayu ständig ist und aktiv ist. Und der menschliche Körper ist unten beschwert und der hat auf der feinstofflichen Ebene so riesengroße Beine, so wie Klötze. Und diese Klötze ziehen auch das Bewusstsein des Menschen runter. Also er neigt dazu, auf unteren Chakren dann bestimmte Emotionen zu spüren, zu fühlen und neigt zu einer so depressiven und pessimistischen Denkweise auch. Okay? Die Schwere des Apanavayu. Durch Yoga-Praktiken, wenn wir zum Beispiel die Füße anziehen, wenn wir so die Beine kreuzen, dann verschließt sich die Strömung des Apanavayus nach unten und wird nach oben umgeleitet. Und wenn die Energie nach oben hochsteigt, aus den Beinen Richtung Bauch fließt, ist es dann kein Apanavayu mehr, weil dann hat diese Energie, es ist die gleiche Energie, bloß vielleicht hat es ein bisschen andere Eigenschaft. Wenn die Energie aus den Beinen hochfließt durch Yoga-Praktiken, dann kann man das zu Samanavayu umwandeln. Also Samanavayu ist dann die Energie des Verdauungsfeuers. Wenn man sie hier hochleitet, dann nützt die Energie dann nicht mehr zum Ausscheiden, sondern zum Umsetzen von gegessener Nahrung. Und Samanavayu, was im Bauchbereich ist, ist auch dafür verantwortlich, dass die eingeatmete Luft vom Körper absorbiert wird, beziehungsweise der Sauerstoff. Also die Energie aus der Nahrung und die Energie aus der Luft, also zu Körper zu eigen gemacht wird. Dafür ist Samanavayu zuständig. Und das hat keine bestimmte Bewegungsrichtung. Hier ist es mehr oder weniger in einer Spirale und einer Kreisform, dass sich Samanavayu hier befindet. Man kann das natürlich auch steigern und verbessern. Solche Asanas wie zum Beispiel Matsyendra Asana, was wir heute früh gemacht haben, diese Drehungen. Okay, wo man den Bauch schließt, wo man nach unten den Bauch atmet, man spürt ja, dass hier sich Wärme aufbaut und folglich ist es so, dass das Samanavayu stärker wird. Der Bogen, Dhanurasana, wo man auf den Bauch liegt und die Beine hochzieht, ist auch, der Körper ist jetzt, wenn ich das auch schematisch aufzeichne, sind die Arme nach hinten und greifen die Füße. Und der Körper, der wird dann wie eine Schale und die Energie aus dem Körper fließt nach unten in die Schale, da wo der Bauch ist, okay, da wo das Samanavayu ist. Und es ist in jeder Asana noch das Prinzip, wenn ich wo strecke, dort leite ich die Energie hin. Wenn ich wo zusammendrücke, dort so ähnlich wie, wo man was irgendwo rausquetscht, wo ich zusammenquetsche oder anspanne, die Muskeln anspanne, dort drücke ich Energie raus. Okay, so das Prinzip. Früher hat man das dann so genutzt, wenn ich hier zu wenig Energie habe, strecke ich hier und drücke andere Muskeln zusammen, dann leite ich die Energie darunter. Wenn ich zum Beispiel im Arm Energie brauche, dann drücke ich mit den Muskelgruppen von anderen Körperbereichen meine Energie so in den Arm, so ähnlich. Oder anders auch, dass man ein Organ, das mit Energie unterversorgt ist, dass man durch bestimmte Asanas und Übungen dieses Organ jetzt mit zusätzlicher Energie versorgt. Oder wenn es dem Organ nicht gut geht, das ist dann wie so eine Prämie, dass man seinem Arbeiter auszahlt, so über dem Gehalt. Der Gehalt wäre dann die normale Nahrung, die normale Energie, die er täglich bekommt. Um gesund zu werden, bräuchte das Organ eine Prämie, also lade ich das zusätzlich mit zusätzlicher Energie, mit zusätzlichem Prana auf. Diesen Sinn haben Asanas unter anderem. Okay? Dann gibt es Asanas, die speziell von unten die Energie nach oben leiten, die dann für Meditation verwendet werden kann, die Energie. Ansonsten, wenn sie unten bleibt, ist von Meditation keine Rede, weil der Mensch denkt dann, wenn das Apanavayu stark wird, sieht er überall nur Feinde, kann sich nicht auf sich selbst konzentrieren und alles ist schlecht, die ganze Welt ist schlecht, man möchte hier so schnell wie möglich abhauen. Wenn man meditiert und die ganzen Energien zu Udanavayu konvertiert und komprimiert, ist alles wieder in schönen Farben, man hat wieder alle lieb, man ist befreit und die Probleme sind dann, wie zu sagen, aus dem Elefant macht man dann eine Mücke. Also das ist der Rückwärtsprozess. Okay? Und die stärksten Techniken, diese Energie hochzuschieben oder hochzuleiten, sind zum einen so Padmasana, Lotus-Sitz, wenn man den Energiefluss in die Beine sperrt.
Zum anderen gibt es noch Bandhas. Also Bandhas sind Verschlüsse, kann man so sagen. Wenn man unten die Bauchmuskeln zusammenzieht, zusammendrückt, den Bauch hochzieht, es ist ja hier auch so, wie wir am Anfang gesprochen haben. Energie schaltet die Physik ein. In der Physik bewegt sich was. Wiederum, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bewege was in der Physik, zum Beispiel ich ziehe etwas nach oben, bewegt sich theoretischerweise dadurch die Energie auch nach oben durch den Körper. Wenn ich jetzt den Bauch einziehe, nach oben schiebe, schiebe ich auch die Energie nach oben. Oder heute haben wir die Kapalabhati gemacht, das schnelle Ausatmen, pulsartig. Wir haben die Luft nach oben rausgedrückt. Aber zusätzlich zu der Luft drücken wir auch die feinstoffliche Energie nach oben. Okay? Und die sammeln sich dann hier am Kopf an. Zusätzlich, das ist auch, was ich bei jeder Lektion dann aufzeichne und erkläre, wenn wir jetzt sitzend meditieren, muss ich einen anderen Stift benutzen, wenn wir sitzend meditieren, ist der Kopf, Udanavaya haben wir schon gesagt, wenn wir den Bauch hochziehen, wenn wir die Beine schließen, fließt die Energie aus den Beinen auch nach oben. Dann gibt es hier Jalandhara Bandha, einen Verschluss, wenn wir das Kinn runtersetzen. Dann haben wir hier das verschlossen und das Prana, das hier rauf, sich und rauf und runter bewegt und den Atem ein- und ausschaltet oder reguliert, ist das Prana, wenn wir die Luft anhalten, fließt es auch nach unten. Und wiederum eine Theorie nach, das sage ich deshalb, weil ich das selber nicht gesehen habe mit meinen eigenen Augen. Aber der Theorie nach, wenn hier die Sushumna ist, ist hier gegenüber vom Bauchnabel ungefähr, vielleicht ein bisschen höher, niedriger, in der Sushumna so ein kleiner Eingang. Und wenn ich jetzt die ganzen Energien hier im Bauchraum versammle, von unten, von oben, alles hier akkumuliere, den Kopf runterziehe, durch das Runterziehen des Kopfes habe ich ja hinten hier auch geöffnet. Und durch das Einziehen des Bauches nach hinten schiebe ich nach und nach Energie in die Sushumna, in den Kanal. Und schiebt sie dann nach oben. Die Energie oben heißt Udanavayu. Das ist hier dieses Strahlen, was man vielleicht auf den heiligen Bildern sieht, auf den Ikonen, im Buddhismus, im Christentum, der Heiligenschein sozusagen. Zum einen ist es, oder könnte es sein, dass es starkes Udanavayu ist, zum anderen ist es die Vijnana Maya Kosha, von der wir vorher gesprochen haben, dass der Körper des Intellekts, der Körper der geistigen Entwicklung. Wenn er stark ist und groß ist, ist der Mensch auch sozusagen entweder ein Heiliger oder auf dem Weg darauf. Wenn das Feld noch klein und schwach ist, ist der Mensch, sagen wir mal, lebt ein Durchschnittsleben. Der Unterschied ist nur dabei, dass der Heilige schon viel mehr Leben hinter sich hat und er konnte sich diese Kraftfelder oder Energiefelder aufbauen, diese Erfahrung aufbauen. Und der normale Mensch, der ist vielleicht noch, hat noch wenige Erfahrungen und hat noch nicht so viele Wiedergeburten hinter sich. Oder er kommt erst aus den Unterwelten, wo er gereinigt wurde und einfach keine Energie um sich hat. Er muss sich nach und nach aufbauen. Und der Heilige, der ist bloß schon länger davon raus oder weg und der hat mittlerweile mehr Erfahrung gesammelt als die anderen. Okay, ich habe das in der Früh schon einmal erzählt und erklärt und jetzt nochmals. Ich denke, diese Prozesse sind für euch klar. Also warum man praktizieren könnte oder müsste, was es mit den Energien auf sich hat. Wichtig ist auch, was ich gestern bei den Shankarmas angesprochen habe. Wenn die Kanäle zu sind, natürlich kann da nichts durchfließen. Und ich fange an, etwas zu drücken und zu praktizieren, aber ich habe keine Veränderungen. Je besser und offener die Kanäle sind, muss ich mich weniger anstrengen. Und das heißt, dass der Kanal, der kann auch trainiert werden, der feinstoffliche Kanal. Am Anfang ist er dünn und nur wenig Energie kann durchfließen, wie so ein 12-Volt-Kabel, kann man sagen. Wenn man zu viel Energie durchschickt, dann brennt das Kabel durch. Dann nach und nach durch die Praktiken habe ich ein 220-Volt-Kabel, da kann ich schon mehr Energie durchschicken, ohne dass es durchbrennt. Aber bei Starkstrom wird es immer noch zerreißen. Und irgendwann kann man sich eine Starkstromleitung antrainieren, wo man dann, keine Ahnung, 2000 oder 200.000 Volt durchschicken kann. Und mir passiert dann nichts. Und diese 2000 Volt oder 200.000 Volt brauche ich, um die Kundalini-Kraft hochziehen zu lassen. Okay? Damit ich so viel Energiepotenzial aufbauen und durch mich hindurchschicken kann, bis es den Körper transformiert. Gut, zu diesen 5 Vayus genau noch. Das ist so, die befinden sich im,
die durchziehen den Körper. Also die sind nicht irgendwo in einem Gefäß oder irgendwo aufgefüllt, sondern das ist wie ein feinstofflicher Wind, der den Körper durchzieht. Das ist so ein bisschen eine andere Ebene. Das ist schwer zu erklären, weil wir ja gewohnt sind oder es so gelernt haben, wenn hier etwas Festes ist, dann kann hier nichts durchfließen. Aber in Wirklichkeit ist das alles Hohlraum. Das ist nur eine Illusion. Wenn wir die Physik betrachten, dann ist der Atomkern so winzig klein und die Elektronen bewegen sich so weit davon entfernt, dass 99,999% sowieso Hohlraum ist. Das sind alles nur Ladungen, die sich abstoßen und dadurch diesen Schein der festen Materie schaffen. Und durch diesen Hohlraum kann ich sehr viel verschiedene Energien durchlenken. Zum Beispiel funktioniert so, dass das Röntgen oder die radioaktive Strahlung, die einfach durch den Menschen hindurchdringt. Und zum Beispiel beim Röntgen, wenn dahinter so ein, nicht Bild ist, sondern diese Folie ist, was weiß ich, dann gibt es hinter dem Körper auf dieser Folie eine Abbildung. Und der Strahl ist eigentlich vorne. Also gibt es Materien und Energien, die die feste Materie durchdringen. Genau so ist es hier im Körper, dass diese Vayus einfach durch den Körper sich frei bewegen können. Oder auf einer anderen Ebene existieren, andersrum gesagt. Okay, Apana Vayu, Samana Vayu, Bauchbereich, Prana Vayu, die Lunge, Udana Vayu ist diese Energie des Intellekts und dann gibt es noch die Vyana Vayu, das ist das verbindende Element. Das heißt, das ist auch unsere Aura, was die vier Vayus zusammenhält und harmonisiert auch. Also man kann das auch bestimmten Organen zuordnen, diese fünf Vayus. Apana Vayu sind Geschlechts- und Ausscheidungsorgane. Samana Vayu sind die Verdauungsorgane, Prana Vayu ist die Lunge, Udana Vayu ist das Gehirn und Vyana Vayu ist das Kreislaufsystem des Herzens und das Nervensystem, was den ganzen Körper durchdringt. Okay? So. Ja, damit wäre dieses Thema erklärt. Habt ihr dazu noch Fragen? Okay, dann bewegen wir uns weiter. Die Chakren. Einiges davon gehört, vielleicht einiges gelesen. Heute machen wir so auch wiederum einen kurzen Durchlauf dadurch. Wenn Fragen auftauchen, wenn man etwas konkretisieren sollte oder müsste, dann bitte ansprechen. Chakren sind Energiezentralen, kann man so sagen, oder Energiespeicher. Und jedes Chakra hat, ihr seht ja hier, die sind unterschiedlich gezeichnet. Jede Farbe hat ihre eigene Schwingung sozusagen. Aus dem schließen wir, dass weil sie eine unterschiedliche Schwingung besitzen, haben sie auch eine unterschiedliche Farbe. Weil sie eine unterschiedliche Farbe besitzen, haben sie eine unterschiedliche Schwingung. Es ist, wenn man das Lichtspektrum betrachtet, das rote Licht, was wir sehen, ist noch nicht die Grenze des roten Lichts. Wenn wir weitergehen in das unsichtbare rote Licht, bekommen wir Infrarot. Das ist ein wärmendes Licht. Also das Licht wird dann zu Wärme. So, wenn das noch, wie soll ich sagen, noch gröber oder grobförmiger wird. Und das violette Licht, dann gibt es, wenn wir noch weitergehen ins unsichtbare für den Menschen Lichtspektrum, gibt es das Ultraviolettlicht. Okay, also ist dieses Spektrum von 7 Farben, was wir sehen, ist das menschliche. Es gibt vielleicht Tiere oder Lebewesen, die dieses Sehspektrum viel weiter ist als das unsere. Also verstehen wir hier, dass hier, wenn wir ins Ultraviolett gehen, ist eine bestimmte feinere Energie, hat ein anderes Energiepotenzial und die Schwingungen sind einfach viel feiner. Und hier sind die Schwingungen viel gröber, weil das Infrarot ist ja schon Wärme. Das ist sehr, 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 sage ich mal, so ausgedrückt, sehr grobe Lichtstrahlen ergeben Infrarot. So ist es auch mit den Chakren. Die unteren schwingen auf gröberen Vibrationen und die weiter oben sind, schwingen auf feineren Vibrationen. Das untere Chakra heißt Muladhara Chakra. Mula bedeutet Wurzel und Dhara, Chakra habe ich nicht mehr dazu geschrieben. Und Hara bedeutet Zentrum. Also wenn man nur das Wort Hara nimmt, wäre es das Zentrum des Körpers, also hier Bauchbereich.
Harakiri, der Stich ins Hara, um die Seele oder die Energie ins Iri, ins Paradies zu befördern. Muladhara Chakra ist die nächste Verbindung zur Erde und die nächste Verbindung zur Energie der Erde. Ist verantwortlich für unsere physische Gesundheit, ist verantwortlich für unsere Überlebensfähigkeit, ist verantwortlich für die Stabilität, für die Geduld des Menschen. Also alle Eigenschaften, die die Erde hat. Wenn der Mensch, wenn die Muladhara Chakra harmonisch und gut existiert und funktioniert, hat auch der Mensch die gleichen Eigenschaften. Also Standhaftigkeit, Geduld, viel Kraft, viel Gesundheit. Wenn die Muladhara Chakra nicht harmonisch ist, neigt der Mensch zu Trägheit, zu Faulheit. Der ist vielleicht öfter krank als andere Menschen, wenn die Muladhara zusätzlich noch schwach ist oder wenig Energie durchleitet. Ist er öfters vielleicht krank als die anderen und ist nicht überlebensfähig. Was heißt nicht überlebensfähig? Wir Menschen sind ja es gewohnt, in einer Großstadt zu leben. Wir sind es gewohnt, irgendwo im Geschäft einzukaufen und sind es gewohnt, dass wir im Winter Heizung haben und alles schön und gut ist. Und sobald wir diese Komfortzone verlieren, sobald der Mensch irgendwie mit der Natur konfrontiert wird, für manche ist es vielleicht gleichzeitig ein Schock. Und wenn man so einen Menschen in die Natur irgendwo aussetzen würde, auch mit Werkzeug und mit allem drum und dran, sogar mit einer Bank von so Samen, dass er sich was anbauen könnte, würde dieser Mensch sowieso nicht lange überleben. Aus früheren Zeiten weiß man aus den Romanen vor 100, 150 Jahren, hat man einen Menschen nur mit einer Axt in den Wald geschickt, allein mit einer Axt, und der Mensch hat dort überlebt und konnte sich langfristig eine Siedlung und eine Wohnung aufbauen. Sogar in Sibirien, wo es dann 4-5 Monate nur Schnee gibt. Natürlich waren die Wälder früher auch anders als heute. Es gab viel mehr Tiere, Pilze, Beeren und alles Essbare im Wald als heute. Aber die Menschen waren auch überlebensfähiger, stärker und robuster eigentlich als heute. Es gibt einige Erzählungen davon, dass wenn der Mensch in der Natur leben würde, zum Beispiel in einem Dorf, und sich von seinem eigenen Garten ernähren würde, könnte er 50 Klimmzüge ohne Training machen. Was ein Klimmzug ist, weiß jeder, oder? Ohne Vorbereitung. Wir nehmen jetzt einen Menschen aus der Stadt und lassen ihn Klimmzüge machen. Sogar Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, schaffen, keine Ahnung, 5 bis 10 höchstens. Das ist schon mal gut. Manche schaffen keinen einzigen. Also das ist der Unterschied. Alleine das Leben in der Natur, im Wald, alleine die Ernährung, können im menschlichen Körper also sehr, sehr viele Sachen dann ja anders gestalten, vielleicht kann man sich so ausdrücken, oder halt andere Voraussetzungen dann schaffen für den Menschen. Also Mensch, der, keine Ahnung, die ganze Zeit barfuß auf der Erde läuft, viel Kontakt mit der Erde hat, durch seinen Garten, durch die Arbeit draußen, einfach auch durch die Elemente der Natur. Wenn es heiß ist, ist ihm heiß, wenn es kalt ist, ist ihm kalt, wenn es regnet, ist ihm nass, und der muss das alles überwinden, der Körper härtet sich ab dadurch. Dann hat der Mensch auch ein starkes Muladhara Chakra, eine starke Überlebensfähigkeit. Zum anderen ist es auch so, dass die Energie oder das Bewusstsein sich hier oder da befinden kann, mal hier, mal dort, heißt es, oder der Größte des Bewusstseins. Wenn es hier zum Beispiel, wie wir den Fall gestern gesprochen haben, auf der Anahata Chakra, ist der Mensch verliebt und er braucht nichts anderes. Der denkt auch nicht an sein Überleben vielleicht. Wenn so ein Mensch plötzlich in eine Notsituation kommt, wenn zum Beispiel der Krieg ausbricht oder der wirklich im Wald verirrt, schaltet sich dann sehr stark und sehr konkret, sage ich mal so, die Muladhara Chakra ein und sichert ihm sein Überleben. Okay, wenn sie dann wiederum schwach ist, wird er nicht so lange überleben. Wenn es von Haus aus oder von Natur aus hier eine starke Muladhara hat, wird er ein paar Tage länger überleben dann als der andere. Aber die ganze Energie ist dann hier. Er denkt dann nicht mehr irgendwie an seine Freunde, Verwandten oder an seine Lieben. Er denkt nur an sein eigenes Leben und wie er dann zurechtkommt. Der Mensch baut dadurch auch zusätzliche Ressourcen werden dann frei. Der Mensch ist stärker, der kann schneller laufen, der kann länger frieren und weiß ich, der kann länger ohne Schlaf auskommen, wenn die Muladhara sehr aktiv ist dann oder wenn sie trainiert ist. Okay. Um sie zu harmonisieren, gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, was ich schon sagte, viel Kontakt mit der Erde über die Fußsohlen. Dann ist es einfach sitzen
und ausharren, zum Beispiel die Askese. Wenn die Beine schmerzen, wenn man lange sitzt, dann stabilisiert und harmonisiert es auch die Muladhara Chakra. Man lernt, etwas über sich ergehen zu lassen. Bei den Menschen, wo sie nicht harmonisch ist, die können keinen Schmerz ertragen oder die können keine lange Askese ertragen. Also die Askese im Zelt zu leben und in der Früh zu frieren, trainiert auch schon die Muladhara Chakra. Zum anderen, was sie auch noch harmonisiert, ist die Shankha Prakshalana. Gestern haben wir das gesagt, die Reinigungsübung oder die Shatkarma, wenn der Mensch Wasser trinkt und sein Verdauungssystem durchspült. Da die Muladhara Chakra mit dem Geruchssinn verbunden ist, kann man bei beidem feststellen. Also bei mir war das so, dass ich nach einer Vipassana, nach 10 Tagen, wo ich ziemlich lang und ziemlich viel jeden Tag also in der Padmasana gesessen bin und die Beine jeden Tag geschmerzt haben, einfach so, aber das macht man zum Guten, man lässt es über sich ergehen. Ich denke nicht, dass es mit dem Wald zu tun hat, weil mein Yoga-Lehrer sagt, wenn die Muladhara Chakra aktiv ist, nimmt man Gerüche wahr, die andere Menschen nicht wahrnehmen. Es ist einfach egal, ob du in der Natur bist, in der Stadt. Bei mir war eigentlich das so, dass wir dann rausgefahren sind von der Vipassana. Ich habe ja während der Vipassana meinen Körper nicht gereinigt, nur gesessen. Also das war vielleicht die energetische Reinigung. Energie konvertiert. Und wir mussten dann zum Tanken. Und ich bin in den Tankshop, also in die Tankstelle reingegangen. Und die Kassierer und die anderen Menschen, die waren 3-4 Meter von mir entfernt. Und schon das Reingehen in diese Tankstelle hat mir so einen üblen Menschengeruch in die Nase gehauen. Also der normale Mensch nimmt es gar nicht auf, aber dieses, wie soll man das richtig beschreiben, dieses menschliche, saure Schweiß und alles, das war so ganz unangenehm, das zu riechen, obwohl die Menschen sehr weit entfernt waren. Zum anderen habe ich einmal festgestellt, das vergeht dann wieder nach einiger Zeit. Wenn die Energie wieder absinkt, wenn der Mensch so gereinigt in die Großstadt kommt, harmonisiert sich das wieder alles und diese übersinnlichen Fähigkeiten, sage ich mal so, verschwinden wieder. Nach der ersten Shankha Prakshalana, beziehungsweise war das nicht Shankha Prakshalana, sondern andere Techniken, die den Dickdarm, so ziemlich intensiv habe ich das angepackt damals und gereinigt. Und dann war das für mich auch, wie zu sagen, die Bestätigung. Zum anderen hat es mich auch gewundert, als ich in der Arbeit war, konnte ich eine Jacke, vielleicht so wie der Baum so weit ist, konnte ich auch den Schweißgeruch von dieser Jacke wahrnehmen. Obwohl das eigentlich ein normaler Mensch gar nicht wahrnimmt. Man müsste die Jacke dann nehmen und riechen halt. Aber das ist schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, intensiv oder sehr feinfühlig wird man dann, wenn die Chakren rein sind. Und manche erfahrene Praktiker, die wir schon 20 Jahre praktizieren oder 30 Jahre, sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlecht die Menschen riechen. Ein normaler Mensch nimmt das gar nicht wahr. Aber wenn man dieses Überempfinden hat, wenn man feinfühlig ist, dann wird es eigentlich für solche Menschen vielleicht manchmal zu einem Problem. Und dann kann man auch riechen, wenn ein Mensch krank ist oder welche Krankheit der Mensch hat, anhand von seinem Geruch, okay, anhand vom Körpergeruch. Gut, so viel zu Muladhara Chakra, die erste Chakra. Okay, dann die zweite, Svadhisthana. Hier die Deutung des Wortes Sva bedeutet himmlisch oder der Himmel, was vom Himmel runterkommt. Thi oder Thi, also wir haben das Wort Ha und Tha, Hatha Yoga. Ha und Tha. Im eigentlichen Sinn bedeutet es Anstrengung, also Yoga mit Anstrengung. Wenn Jnana Yoga, Jnana bedeutet Wissen oder Weisheit, es ist Yoga der Analyse, wo wir bestimmte Sachen und Gesetzmäßigkeiten durch Analyse erfahren und erkennen, ist das Hatha-Yoga eben, dass wir über Anstrengung zu bestimmten Erkenntnissen kommen oder über Anstrengung zu einer bestimmten Funktionsweise unseres Gehirns kommen, unseres Verstandes. Das müsste ich dann auch an einem der Tage ein bisschen näher erläutern. Andere Deutungen sprechen das Wort so, dass sie das auch hier aufteilen und sagen, das H- und Tha-Yoga. Die Ha-Energie ist eben das, was vom Himmel runterkommt, die Energie der Sonnenkanal oder die Yang-Energie. Und Tha, das ist der Minuspol, der von der Erde rauffließt. Hier haben wir die Sushumna gehabt. Das ist die Tha-Energie oder die
ja, Yin-Energie. Okay? Plus, Minus, männlich, weiblich, alle Gegensätzlichkeit. Und so erklären manche Leute diesen Begriff Hatha-Yoga, dass man die beiden Plus- und Minuspol in sich harmonisiert und dadurch diesen Zustand bekommt, durch den man schneller zur Erleuchtung kommt oder durch den man tiefere Praktiken praktizieren könnte. Und wir nehmen nur diesen Begriff Tha und haben hier Thi oder Tha, ist auch das gleiche. Also die himmlische Minusenergie oder die himmlische weibliche Energie, und Stan bedeutet da, wo etwas bleibt, oder ein Dorf oder ein Stützpunkt. Also das ist jetzt, Svadhisthana Chakra ist der Verbleib der himmlischen Minusenergie. Minus ist ja aber auch Wasser, was wir hier gezeichnet haben, also feucht, trocken, Wasser und Sonne. Okay? Also ist diese Chakra, die dann mit dem Element Wasser verbunden ist und die für alle Flüssigkeiten im Körper zuständig ist und sie harmonisiert. Also Erde, jetzt haben wir hier schon das Element Wasser. Die Svadhisthana Chakra ist in unserer heutigen Welt das Problemchakra Nummer 1, hat verschiedene Ursachen. Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus. Nicht nur der Mensch hat 7 Chakren, sondern auch die Erde selber hat 7 Chakren, und jede Struktur im Universum hat ihre eigenen 7 Chakren. So wie der Regenbogen 7 Farben hat und man an jeden Lichtstrahl, wenn man das durch ein Prisma leitet und das bricht, genauso die 7 Farben hat, so hat jede Energiesubstanz oder jede Energieeinheit ihre eigenen 7 Chakren. Weil im Universum alles nach dem Hologrammprinzip aufgebaut ist. Wie oben, so unten. Das Universum selber hat seine eigenen 7 Chakren, und jede Chakra wird wahrscheinlich auch ihre 7 eigenen Chakren haben. Von gröberen zum feineren. Und weil wir auf der Erde verschiedene Kulturen haben und jede verschiedene Kultur hat ihre eigene Religion. In jeder Religion gibt es Fanatiker, Administratoren und es gibt geistige Menschen. Und die geistigen Menschen jeder Religion halten ein bestimmtes geistiges Potenzial für diesen Egregor oder für diese Religion, für dieses Energiefeld. Und ich habe in einem Buch gelesen, es hat sich so ergeben, dass jede Religion sich eine Chakra der Erde, zu eigen gemacht hat, zum Beispiel. Eine Religion oder Bevölkerung der Welt eine Chakra, die andere diese, dritte, vierte, fünfte, sechste. Und es ist dann so gekommen, oder so steht es in dem Buch, dass die Svadhisthana Chakra eine bestimmte Gruppe oder Bevölkerung von Leuten auf der Erde kontrollieren. Und die Svadhisthana Chakra der Erde ist sehr, sehr verunreinigt. Schon seit den letzten Hunderten oder Tausenden Jahren. Und wenn der Mensch anfängt, auf dieser Chakra mit jemandem zu kommunizieren, was wir als Sex bezeichnen, schließt er sich dem Gesamtenergiefeld an der Erde. Und weil das so verunreinigt ist, passiert es leider so, dass der Mensch diese Verunreinigung auf sich etwas lädt und er rutscht mit seinem ethischen und sittlichen Potenzial in dieses allgemein verunreinigte Kraftfeld der Erde. Und dann haben wir das, was wir haben in der heutigen Gesellschaft, dass alles zügellos ist, dass alles normal ist und alle Perversionen mittlerweile auch normal sind. Also das ist, zum einen herbeigerufen vielleicht, zum anderen gewollt, zum dritten ist es so, dass die Menschen über dieses Wissen nicht verfügen und dadurch einfach auch hier abrutschen. Lösung es dafür gibt, kann ich euch heute nicht erzählen. Auf die Lösung warte ich selber immer noch. Auf alle Fälle ist die Svadhisthana Chakra und auf ihr zu interagieren nicht alles so einfach und man muss da auch ein bisschen aufpassen. Seit der Kindheit werden wir eben durch bestimmte Handlungen, Situationen auf dieser Chakra überstimuliert, sagen wir mal so. Das kann dabei anfangen, weil das mit dem Geschmackssinn verbunden ist, dass der Mensch zu viel Süßes bekommt, zum Beispiel ein Kind. Dass der Mensch zu viel Vergnügen bekommt, zu viel lacht, das ist auch alles Svadhisthana Chakra. Dass der Mensch sich das angewöhnt,
ohne Sinn und Verstand einfach rumzureden, weil Reden einfach schön ist, weil mir jemand zuhört, wie das die Kinder machen. Wisst ihr, wovon ich spreche? Ein Kind redet einfach irgendwas daher, damit ihm alle zuhören. Also Egoismus. Ja, hat auch damit zu tun, mit Egoismus zu tun. Manche Menschen aber, die kommen nicht weiter als dieser Zustand des Kindes. Die sind auch erwachsen, weiß ich, 30, 40 Jahre und reden immer noch so, damit alle ihnen zuhören, aber ohne Sinn und Verstand. Und wenn man ihnen antwortet, fliegt es hier rein und hier raus. Also ist alles, wie soll ich sagen, umsonst. Es sind auch alles Sachen oder Disharmonie auf der Svadhisthana Chakra. Zum anderen sind es alle Genussmittel, mit anderen Worten Drogen, die aber heute vielleicht als Genussmittel bezeichnet werden und man die auch legal kaufen kann. Ist auch alles Energieverlust auf der Svadhisthana Chakra. Und dann ist noch ein wichtiges Thema, was man ansprechen sollte. Okay. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, sind die Chakren des Kindes noch unreif und so. Das ist, sind wie Blumen, die sich erst entwickeln müssen und die sich erst öffnen müssen. Und auf energetischer Ebene sind die ersten, wenn man hier statt Svadhisthana nehmen wir jetzt das Wort Sex. Die ersten Sexpartner sind die eigenen Eltern. Weil sobald die Eltern das Kind in die Hand nehmen oder sobald sich das Kind in der Umgebung der Eltern befindet, ist es energetisch von den Chakren also die Tochter ist von den Chakren des Vaters abhängig und der Vater, andersrum, die Kinder von den Eltern. Und der Sohn ist von den Chakren der Mutter abhängig. Okay, es ist im Universum, es ist immer eine Kopplung von Plus und Minus. Okay? Deshalb zieht, sage ich mal so, auf das Svadhisthana Chakra, zieht die Mutter die Söhne hoch mit Hilfe ihrer Svadhisthana Chakra und der Vater zieht die Töchter hoch mit Hilfe seiner Svadhisthana Chakra. Ohne dass sie natürlich irgendwie in sexuellen Kontakt kommen. Aber Energieaustausch passiert immer und ständig. Das ist schon, kann man schon als ja, Sex bezeichnen. Manche schon, manche bezeichnen was anderes als Sex. Es sei dahingestellt, jeder hat seine eigenen Ansichten. Aber ihr wisst, wovon ich spreche. Und wenn die Svadhisthana Chakren der Eltern unstimmig arbeiten, oder wie soll ich sagen, zu verdreckt sind, sage ich mal so, zu belastet sind, zu viel Ballast in sich tragen, informationsmäßig. Und diese ganze fehlerhafte Information, oder zu viel an Informationen auf dieser Chakra, das überschreibt sich wie eine Kopie, oder teilweise, vielleicht nicht komplett, sondern teilweise kopiert es sich auf die eigenen Kinder. Okay, und dann haben die Kinder oft auf den Chakren die gleichen Probleme. Das ist nicht nur die Svadhisthana Chakra, sondern die Kinder haben dann die gleichen Probleme wie die Eltern mit der Zeit. Also es ist dann, ich soll sagen, wenn wir wieder so schwierige Fälle nehmen, so bei Eltern, die viel Alkohol trinken, sind die wenigsten Kinder, die wo gar keinen Alkohol trinken. Entweder ihnen ist das alles zum Kotzen, was die Eltern machen und die sagen, so will ich niemals werden und ich trinke jetzt auch aus Prinzip oder aus Trotz keinen Alkohol. Aber in den größten Fällen, wenn Kinder sehen, dass die Eltern Alkohol konsumieren, fangen sie auch viel zu früh damit an. Und für die ist es auch so ganz normal. Zum einen ist es, dass man das Verhalten kopiert, zum anderen kopiert man hier das Verhalten auch auf der Ebene der Chakren. Gut. Letztendlich ist es so, ist auch ein sehr schwieriges Thema wahrscheinlich, aber muss ich auch erzählen, weil wir schon dabei sind. Wenn die Menschen groß werden oder erwachsen werden, müsste sich theoretisch, wenn ein Mann eine Frau findet, müsste sich der Mann mit der Frau eine eigene Energiekapsel aufbauen. Müsste. Aber vielleicht, keine Ahnung wie viel Prozent, aber sehr, sehr oft, vielleicht zu oft, vielleicht über die Hälfte passiert es so, dass der junge Mann sich energetisch von seiner Mutter noch nicht gelöst hat, so das Muttersöhnchenkomplex, und die Tochter sich energetisch von ihrem Vater noch nicht gelöst hat. Da habe ich jetzt keinen Begriff dafür, aber ihr wisst, was ich meine. Die Partner leben zusammen, aber sind energetisch an die Eltern gekoppelt. Und die sind zusammen unglücklich, leben gar nicht lange zusammen vielleicht, und die Eltern mischen sich ständig in die Ehe und in die Beziehung ein und haben damit zu sprechen.
Und wenn sie in Kontakt zusammenkommen, zum Beispiel, ihr wisst, wovon ich spreche, diese zwei Personen, dann tauschen sie Energie, die sexuelle Energie, nicht mit ihrem Partner aus, so wie hier. Das würde ein einziger Topf sein. Die Energie würde dann sozusagen in der eigenen Familie bleiben. Man könnte so mehr und mehr Energiepotenzial aufbauen durch das Svatisthana Chakra. In diesem Fall ist es so, dass der Sohn sich auf die Mutter koppelt während des Beischlafs mit seiner Frau und der Sohn sich und die Tochter sich, wenn sie nicht verbunden sind, wenn sie keine einheitliche Energiekapsel aufgebaut haben, die Tochter würde sich energetisch bei Beischlaf mit ihrem Mann trotzdem auf den Vater koppeln. Okay? Das ist ein sehr großes Thema, sehr schwieriges Thema, wie ich schon sagte. Heute erzähle ich euch nur so die Basis, sag ich mal so, nur zum Überlegen. Vielleicht könnt ihr dann selber irgendwelche Schlussfolgerungen daraus ziehen oder wenn es interessant ist oder ihr irgendwelche Probleme habt oder seht irgendwo, dann könnt ihr mich vielleicht persönlich ansprechen, dass ich euch Näheres dazu erkläre oder erläutere. Deshalb komme ich in der letzten Zeit mehr und mehr zu der Schlussfolgerung, dass die meisten Menschen von hier ihr ganzes Leben gar nicht rauskommen. Das Leben ist irgendwie dann eine ständige Hetzjagd nach neuem Sexualpartner, ständige Hetzjagd nach neuem Vergnügen, nach neuem Kick. Jeder lebt es anders aus. Manche durch Drogen, Alkohol oder dann irgendwie andere Gelüste. Eins der Wege dafür wäre, wenn man sich jetzt einsperrt, irgendwo in einem Kloster, in einer Höhle oder im Gefängnis meinetwegen, wenn einer eingesperrt wird, wird hier sein Energieverlust eingedämmt. Weil sobald der Mensch anfängt, Vergnügen oder irgendwie Freude, so übermäßige Freude zu empfinden, ist es mit Energieverlust verbunden. Wenn ihr den Energieverlust eindämmt, das ist dann so, man betrachtet, um das besser zu verstehen, betrachtet man das Fasten. Der Mensch isst viel zu viel und seine Energie fließt hier über das Manipura-Chakra raus. Ich schreibe das auch hier gleich auf. Manipura-Chakra ist das mittlere. Dann hört er für eine bestimmte Zeit, möchte er fasten und schließt hier den Energieverlust aus für einige Zeit. Auf energetischer Ebene passiert Folgendes. Er hatte hier ständig Energieverlust. Durch das Manipura ist die Energie verloren gegangen. Und dann schließt er halt diese Öffnung. Aber die Energie, weil sie hier immer rausgeflossen ist, das ist ja auch, wie soll ich sagen, unser Energiesystem, ein Speichermedium. Wenn die Energie da immer rausfließt, ist es wie bei einem Flussbett. Es ist schwer, ein neues Flussbett gleich zu schaffen. Wenn man jetzt das Flussbett, was nach rechts fließt, einen Damm vorsetzt, dann gibt es eine Überschwemmung. Genauso passiert es auf energetischer Ebene, dass man hier dann diese Überschwemmung hat. Okay, wenn man auf Manipura Chakra, wenn man fastet, wenn man hier die Energie nicht verliert. Und die Energie dringt vielleicht zum einen kleinen Teil nach oben in die Anahata Chakra, aber zum anderen bläht es hier nach allen Seiten auf. Und dann gibt es diesen Jojo-Effekt. Wenn der Mensch aus dem Fasten rauskommt, der weiß nicht, wo er diese Energie hinbringen soll oder was er mit dieser Energie machen soll, und dann springt er vom Kühlschrank zum Kühlschrank oder irgendwie von einer Bäckerei zur anderen Bäckerei, bis diese Energie weg ist. Und dann hat er wieder genauso viel Kilo oder noch mehr Kilo, als er es vorher hatte. Genauso ist es bei anderen Süchten, die dann auf der Svatisthana Chakra sind. Wenn der Mensch eine Sucht, wie soll ich sagen, eindämmen möchte, zum Beispiel, dann kann er entweder warten, bis dieser Damm durchbricht und die Energie nach oben steigt, dann wird es ihm leichter. Aber das wird vielleicht, was sagen die dann? Werber sagt so 21 Tage oder 40 Tage. Müsste man, zwischen 21 und 40 Tagen müsste man eine Sucht nicht ausleben oder eindämmen, bis man davon weg ist. Wenn man früher irgendwie sich losreißt oder sich irgendwie oder wieder anfängt, dieser Sucht nachzugehen, dann zieht es einen Menschen so schwer rein, dass er dann, keine Ahnung, bei Alkoholikern für Wochen in einen Suff gerät oder bei Drogensüchtigen, bis sie sich dann einen Überschuss setzen. Weil da ist so viel Energie, die sie konvertieren können und die können sie gar nicht abbauen. Also die Gesundheit ist dann schwächer als dieses Energiepotenzial. Und ein Mensch, der ständig seiner Sucht nachgeht, für ihn ist es schon, wie soll ich sagen, das kickt schon nicht mehr, das macht keinen Sinn mehr, weil die Energie einfach nicht da ist, um das zu spüren.
Das ist dann, keine Ahnung, bei Sex wird es genau das Gleiche sein. Wenn man zu viel hat oder zu viel Alkohol hat, das wirkt dann nicht mehr, das kickt nicht mehr. Man müsste dann ein bisschen abwarten, ein bisschen in die Askese gehen, bis die Energie wieder da ist. Und dann ist es irgendwie für einen Menschen schöner oder wirkungsvoller oder kickt stärker. Also das hat alles hier seine energetischen Erklärungen dabei. Das passiert aber nur bei Menschen, die kein ernsthaftes Yoga praktizieren. Ernsthafte Praktiker, die leiten die Energie nach oben und realisieren sie zu dem Fall oder zu der Zeit, wann, wo und wofür sie es brauchen. Also bei Menschen, die das nicht kontrollieren, kontrolliert die Energie oder die Sucht den Menschen oder seine Begierden. Und bei Praktikern, wenn er zum Beispiel Energie auf der Ajna Chakra verbrauchen muss, er hat am Projekt zu arbeiten, dann hat er das über die Ajna Chakra und realisiert es. Wenn er meint, er muss über die Svadhisthana Chakra Energie realisieren, meinetwegen durch einen Bezug zu seinem Partner oder durch andere Sachen, die dort die Energie realisieren würden, macht er das auch bewusst und er kann das zu jedem Moment steuern. Er verfällt nicht in diese Sucht, er verfällt nicht in diese Abhängigkeit. Okay? Er kontrolliert jede Chakra einzeln. Wenn er dann überleben muss, dann realisiert er das halt auf Ebene der Überlebensenergie. Gut, was hier Abhilfe schaffen kann bei der Svadhisthana Chakra, ist die Harmonisierung durch Wasser. Weil die Chakra ist ja mit dem Element Wasser verbunden, zum Beispiel großes Wasser. Zu einem Meer zu fahren, zum Ozean zu fahren, in den Urlaub zu fahren und in einem riesigen, soll ich sagen, unendlichen Wasserbecken, ja Ozean, zu baden, das harmonisiert die Svadhisthana Chakra so, weil das als Element dann die Chakra sehr, sehr klein ist und der Ozean riesengroß ist. Und es geschieht eine Informationsübertragung in beiden Richtungen. Und der große Ozean, der nimmt ein bisschen Information dieser Svadhisthana Chakra auf sich. Ja. Passt das Schwimmen im Schwimmbad auch dazu? Oder? Das ist ja alles dann relativ. In der Badewanne hat es kleine Wirkung, im Schwimmbad ein bisschen größer, im Weiher noch größer. Und vielleicht hat es aber auch mit der Zeit etwas zu tun. Die Zeit, die man im Wasser verbringt. Okay, das ist beides wirkungsvoll. Zum anderen wiederum zu diesem Verschließen oder sich einschließen, kann auch wiederum die Shankha Prakshalana helfen. Also wenn man hier Tendenzen hat, zu viel Süßes zu essen oder Abhängigkeiten hat, zu viel Süßes zu essen, kann man durch das Herausspülen dieser unnötigen Energie auch Abhilfe schaffen. Ein anderer Mensch würde sagen, das ist keine Energie, das sind nur die Bakterien, die Süßes verlangen, ich habe sie einfach rausgeschwemmt. Aber man muss verstehen, Energie und diese Bakterien, das ist ein und dasselbe. Oder die Information, die Bakterien mitnehmen, das ist wirklich, nicht wirklich, sondern tatsächlich das eine und dasselbe. Auf physischer Ebene, wenn man sagt, habe ich die Bakterien rausgeschwemmt, auf energetischer Ebene heißt es, ich habe die falsche oder negative Energie aus mir rausgeschwemmt oder falsche Informationen aus mir rausgeschwemmt. Und dann ist die Chakra auch beruhigter, sage ich mal so. Wenn sie aufgeregt ist, arbeitet sie wie so ein kaputtes Uhrwerk. Was ich schon angesprochen habe, der Mensch hat auch solche, wie heißt es, Bestrebungen, anderen zu gefallen, schön auszusehen. Er ist in sich selber nicht immer, also ist nicht immer selbstbewusst und hat auch mit vielen innerlichen Ängsten zu tun. Also Angst ist auch Problem des Svadhisthana Chakra. Entsprechend, wenn ihr Ängste loswerden wollt, müsst ihr auch diese Sachen, die mit der Svadhisthana Chakra zu tun haben, einfach harmonisieren und kontrollieren können. Zum anderen, wenn ihr lernt, eure Ängste zu kontrollieren, zu verstehen, schafft ihr eine Abhilfe auf energetischer Ebene für eure Svadhisthana Chakra. Es gibt sogar so eine Empfehlung. Natürlich muss man nicht fanatisch dran gehen, natürlich müsste man es nicht übertreiben. Wenn man Angst vor irgendwas spürt, zum Beispiel, ich habe Angst, zum Chef zu gehen, um eine Lohnerhöhung zu fragen, dann kann diese Angst speziell für euch dafür geschaffen und da sein, dass ihr diese Angst überwindet und zu eurem Chef geht und eine Lohnerhöhung fragt. Okay, dann habt ihr eine Stufe, seid ihr dann weitergegangen. Vielleicht haben andere Menschen Angst, jemanden anzusprechen, Angst, jemand Neues kennenzulernen. Aber nutzt diese Ängste wirklich dazu, wenn sie bei euch auftauchen, dass ihr gerade, die Angst ist ja lähmend wie, soll ich sagen, wie so eine Mauer. Und ich habe Angst, da durchzugehen.
Und da hinten ist ja das eigentlich, was ich erreichen möchte. Versucht diese Ängste wirklich jetzt mit einem gesunden Menschenverstand durchzubrechen, euch wird schon nichts passieren. Weil bei dem Durchbrechen gebe ich euch heute auch ein ganz, ganz gutes Sinnbild, jetzt zum Schluss, weil wir müssen schon langsam aufhören. Das Prinzip ist eigentlich aus dem Kampfsport, aber das Prinzip ist universell und überall einsetzbar. Ich lösche das erstmal weg, also wir haben heute Svatisthana Manipura Chakra teilweise angesprochen. Dann machen wir morgen vielleicht weiter, weil da sind noch viele interessante Sachen zum Erzählen, dass wir morgen anschließen. Das Prinzip, also, ihr kennt alle so Karatekas, die ein Holzbrett zerschlagen. Hier ist das Brett, hier ist seine Faust. Okay? Wir nehmen an, das ist kein Holzbrett, das ist ein Betonblock. Das Prinzip ist so, wenn ihr stärker ausholt und fester zuschlägt, als das Brett ist oder als der Betonblock, schlägt er dadurch. Wenn er etwas schwächere Kraft aufbaut, die Faust ist immer noch die gleiche und die Knochen ist alles immer noch das gleiche. Bloß wenn er etwas schwächer zuschlägt und das Brett nicht kaputt geht, dann geht seine Hand kaputt. Versteht ihr? Entweder das Brett oder seine Hand. Wenn ich jetzt im Leben was erreichen möchte und ein Ziel habe, ist es hier genau das gleiche. Entweder ihr schlägt drauf und geht bis zum Ende, ihr schlägt das Brett durch, dann müsst ihr aber auch alles geben und bis zum Schluss gehen. Wenn ihr anfängt zum Schlagen und dann sagt, vielleicht zerschlage ich das nicht oder ihr fängt an zum Zweifeln und wenn ihr zweifelt, habt ihr weniger Kraft und ihr bricht dann eure Faust, ihr bricht nicht das Problem und ihr kommt nicht ans Ziel. Okay? Entweder gar nicht schlagen, damit eure Faust schont, also dieses Problem oder Situation gar nicht erst angehen. Aber wenn ihr schon damit anfängt, dann müsst ihr bis zum Schluss gehen, um euch selber nicht kaputt zu machen, um eure Faust nicht kaputt zu machen. Okay? Diese Regel gilt für alles, was ihr im Leben anstrebt, für alle eure Pläne und Vorhaben.